So, willkommen zurück. Ich habe noch nichts weiter hier gemacht zum nächsten Part. Und wir sind dabei immer noch hier. Wir versuchen immer noch die Lava hier anzubringen. Für unseren Mob-Spawner, für unsere Falle. So, hier sind die Leitern. Und normalerweise sollte das Ganze nicht hier runterfließen. Versuche ich es mal von dieser Stelle, das Ganze fließen zu lassen. Das sieht doch nicht schlecht aus. Okay. Das sieht doch gut aus. Von oben mal gucken, ob ich jetzt die richtige passende Länge habe, beziehungsweise Fließrichtung. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Obwohl, ich glaube, die Lava muss sogar noch. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt ein überstehen muss, ob die hier rüber gehen muss oder nicht. Ich weiß nicht, ob es reicht so. Ich hoffe es mal. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal so. Ja, lassen es erstmal so. Dann testen wir es gleich erstmal. Aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal wieder die Lava wegnehmen. Und das Wassersystem, ich wollte schon Unterwassersystem, das Wassersystem bauen, das unsere Items befördern soll. Und die Lava soll hier weggehen. Das ist gut, so ist weg. Oder auch nicht. Geh weg. Lass mich in Ruhe, du böse Lava. So. So, dann wissen wir schon mal, so passt das. Gehen wir hier runter, machen erstmal Licht. Und die Mobsäune hier, dann sollen sie da sterben durch die Lava. Und dann, wenn sie dann gestorben sind, sollen die Items hier runterfallen und hier soll Wasser sein und sie sollen nach unten befördert werden, die Items. Ganz einfach. Legen wir hier jetzt so ein System hin. Unterwassersystem. Schon wieder gesagt. So ein System, so ein Schacht. So eine Rinne, weiß ich, wie man das nennt. Auf jeden Fall sollen da die Items. Inventar ist voll. Die Items herfließen und dann in unserer Tasche landen. Scheiß Gravel. Scheiß Gravel. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, das müssen alle weg hier. Ich weiß gerade irgendwie selber nicht, ob das alles hier gleich so funktioniert. Dann müssen wir das ganz einfach testen. Und wenn es geht, dann ist es gut. Wenn nicht, dann ist es schlecht. So. Okay. Okay. Das ist die Leiter, die wir hier verlängern, bis ganz da unten. So. Jetzt, was machen wir jetzt? Wir machen hier wieder das zugebaut. Weil die Lava brauche ich ja nur einen Block daher zu fließen. Und wie das hier auch zugebaut. Okay. Hier wird es auch zugebaut. Und wir müssen nach oben. Wir haben hier eine Leiter. Gehen hier nach unten. Brauchen gleich Wasser. Erstmal bauen wir hier
weil zwei tief soll das Ganze nicht fließen, sondern nur diesen Bereich hier fließen, die Items. Sie denn hier hin fließen. So. Hier sollen die Items ankommen. Diesen Bereich. Das können wir auch zubauen. Hier ist unsere Leiter. So, auch zu. So. So. Die Fackel kann weg. Okay, dann haben wir schon mal den Bereich, wo unser Wasser herfließt. Hier kommt jetzt die Lava hin. Die richtig fließt, das ist gut. Weiß man so wie gerade eben erst an den Ecken. So. Lava ist da. Das bauen wir hier erstmal zu. Die Fackel mache ich hier schon mal weg. Weil ich hier später, denke ich mal, nicht mehr dran muss. Erstmal. Okay. Sieht doch schon mal gut aus. Zack. Okay, jetzt brauche ich Wasser. Was ich von einer unendlichen Wasserquelle natürlich bekomme. Natürlich. Und werde mich nun nach unten begeben. Was war hier? Ja, hier hatte ich irgendwas kaputt geschlagen. Weil ich nach oben wollte. Machen wir irgendwie hier zu hier. So. Wenn ich jetzt ein Creeper bin oder ein Mob, fließe ich hier. Oh nein, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich werde gleich sterben. Läuft da rein und stirbt. Ich schmeiß einfach hier noch Wasser hin. Die Fackeln müssen auch weg. Da muss Wasser hin. Da muss Wasser hin. Da muss kein Wasser hin. Okay, da muss Wasser hin. Und da muss Wasser hin. Ist nur die Frage, das ist nämlich noch ziemlich hoch, fließt das. Oder? Wir lassen sie erstmal so. Ich hoffe ganz einfach, das funktioniert so. Wer fließt das Wasser denn jetzt? Gucken wir mal eben nach. Weil unsere Items ja da unten drunter her müssen. Ich nehme nochmal auch mal Wasser mit. Okay. Und dann werden wir gleich mal ein, oder beim nächsten Folge das Ganze einfach mal testen. Sind die Fackeln hier alle weggeschwemmt worden? Okay, das Wasser fließt bis hierhin, das ist doch schon mal ganz gut. Und dann sollten hier die Items ankommen. Obwohl, ne, die können, glaube ich. Ist ja ein Fluss hier. Machen wir das einfach so. Können sie sich hier in der Ecke sammeln? Das, oder? Ja, dann machen wir hier noch. Ich glaube, das funktioniert, wenn ich jetzt hier einen Eimer hinkippe. Und hier in der Ecke. Oder auch nicht, egal. Das hier mit dem Wassersystem können wir später noch machen. Erstmal testen, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Die Items sollten dann hier irgendwo landen. Von den Mobs. Deswegen gehen wir mal nach oben. Und werden nun einen kleinen Testlauf machen, ob das funktioniert. Ich bin gespannt. Wir könnten auch erstmal hier noch. Die, na, das machen wir später. Hier noch Wasser rein. Erstmal testen. Das heißt, alle Fackeln diesen Bereich hier entfernen. Erstmal vom Mobspawner nur. Weil da spawnen ja Mobs und dann sollen sie da mal reinfallen und dann gucken wir, was passiert oder was nicht passiert. Ich dachte schon gerade, dass was gespawnt, aber ich habe noch Peaceful. Okay, das sollte da reichen, dem Bereich. Mache ich hier noch alle weg. Hier. Da.
Okay, das sollte auch reichen. Muss ich wieder raus? Ich muss gleich gucken, die Leiter, die ich da unten habe. Diese hier, da hinten, diese hier, ob die da hochkommen. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse sie erstmal da. So, und stell jetzt auf. Normal. Und wir schauen mal, ob was spawnt. Und in unsere Falle geht. Hintere Tür ist noch ziemlich hell. Naja, ich hoffe, das geht so. Mit Spinnen ist auch so eine Sache. Spinnen sind ja nicht so hoch, ob die dann da durchkommen. Naja, mal gucken. Da ist schon, sind schon zwei. Ah! Und sie werden schon nach hinten getragen und schießen auf mich. Gucken wir mal. Oh! Alter Schwede, das ist ziemlich knapp jetzt. Treff mich fast. Aua! Und es passiert nichts. Die Lava ist falsch. Die Lava muss über den. Rübergehen, über den. Leitern. Also, Option, normal, peaceful. Und die Lava neu setzen. Wasser weg. Ab nach unten. Nein, eine höher müssen wir. Eine Tower weiter nach oben. Das hier wieder aufkloppen. Lava wegnehmen. Altbekanntes Spiel. Dies wieder hier zubauen, weil die Lava nicht weggehen möchte. Weil sie keine Lust hat. So. Ist das so dunkel hier? So. Jetzt. Hier ein weiter weg. Okay, hier zubauen. Und jetzt hier die Lava reinkippen. Jetzt fließt sie wieder so kacke. Finde ich ja blöd. Jetzt habe ich ihn einmal Lava verdudelt. Ich hätte die Lava wieder wegnehmen sollen. Ach, 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 ach. Ach. Was mache ich denn hier schon wieder? Wie weit fließt sie denn jetzt so? Bis dahin. Aha. Weiter möchte es auch nicht. Komisch, komisch, komisch. Naja, dieses Problem müssen wir dann wohl irgendwann gleich lösen. Aber an dieser Stelle mache ich einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Folge. Bis dann. Tschö.